Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 1. Okay, ich höre auf mit dem Schweiß. Aber ja, es war einfach so verlockend. Ja, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben und haben ja schon ein paar Punkte gequindet bis zum goldenen Armband. Wir haben natürlich noch nicht alle Punkte, das werden wir jetzt ändern. Wir werden jetzt nämlich anfangen, noch mal ein paar Veranstaltungen zu fahren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir weiter, wie viele Punkte wir heute holen. Vielleicht schaffen wir es ja schon, dass wir dann sagen können, dass wir kurz davor sind, das goldene Armband zu holen. Und ich glaube, rein theoretisch haben wir auch nicht mehr lange, bis wir wirklich zum Ende des Festivals kommen. So. Müssen wir mal schauen. Ein bisschen werden wir noch zu tun haben, aber nicht mehr viel, glaube ich. Weil, wie gesagt, Forza Horizon 1 war ja auch noch relativ kurz. Ne? Länger wurden erst die anderen Teile. Weil da kamen ja nachher noch DLCs dazu und da war die Welt größer. Das war ja mehr eine Open World als hier. Obwohl das ja hier auch eine Open World ist, aber die Open World in den weiteren Teilen, also in 2, 3 und 4, sind ja noch größer. Und ich glaube, 5 wird ja auch noch mal größer, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Werden wir sehen. Kommt ja dieses Jahr, glaube ich, raus. Ich freue mich schon drauf. Ja, mein Schneideprogramm oder beziehungsweise das Video im Hintergrund war fertig gerendert, wie man jetzt unschwer hören konnte. Gegen dich zu fahren. Was das für eine Presse geben wird, wenn ich den Publikumsliebling schlage. Yeah. Die flitzt ganz schön schnell, die Olte. Die Olte. Wird schwierig beizubleiben. Besonders auf diese Schotterstraßen rutscht man auch leicht mal weg. Das ist ja das Problem. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Aber wir holen sie ein. Und das zeigt vom Fahrer können. Weg hier. Platz da. Hier kommt der Mazda. Nichts passiert. Wir sind immer noch Erste. Das ist die Hauptsache. Gut. Wir sind auf jeden Fall Erste. Ja, hallo? Ach so, okay. Ja, dann schauen wir mal weiter. Karte und neue Veranstaltung. Machen wir die hier. Wenn möglich, bitte denken.
Passtreffer. Ah, shit, okay, das war kein Passtreffer, das war ein Volltreffer. So. Gut. Oh Gott, oh Gott. Du kannst bei dieser Veranstaltung nur mit einem anderen Auto starten. Mhm. Wir haben hier eine S-Klasse. Wusste ich gar nicht, dass das Ding eine S-Klasse ist. Boah, so lässt die Rennleitung das Auto bei der Veranstaltung nie zu. Entfernen Sie ein paar Extras, wenn Sie teilnehmen wollen. Nö. Das ist mir. Das ist mir so blöd. In dem Auto kriegen Sie Probleme. Ich empfehle ein paar Upgrades vor dem Start. 500 dürfen wir. Inzwischen, wie es läuft. Das Auto ist zu schnell, also stufen Sie es herunter, um hier teilnehmen zu können. Na gut, dann upgraden wir das. Sie wollen teilnehmen? Ja. Damit? Möchten Sie es nicht erst aufrüsten? Eingebildet ist sie überhaupt nicht, ne? Und das ist das, was ich meine, ne? Wenn man einen Fehler macht, ist man schnell nicht mehr erster Platz in so einem Rennspiel. So, dann haben wir auch das Rennen gewonnen. Also, je öfter ich Sie fahren sehe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Sie das Zeug haben. Also, viele Punkte fehlen uns noch gar nicht mehr. So viele Punkte fehlen uns auch gar nicht mehr. So. Dann schauen wir mal weiter, dass wir gleich die Punkte vielleicht noch erfahren können heute in der Folge. Was sind wir denn jetzt?
Hier. So, welchen nehmen wir denn jetzt? Oh, okay. Das wird schwierig. Wir haben schöne Autos, ne? Ihr Auto ist viel zu gut für diese Veranstaltung. Sie müssen es herunterstufen, um zugelassen 600. zu werden. Dann nehmen wir das. Wow, du willst wirklich bei diesem Rennen starten? Das ist so lustig. Ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist, aber okay. Irgendwas haben wir jetzt freigeschaltet. Seitenstreifen auch hier. Naja, gibt extra Geld, ne? Extra Kohle. Gibt extra Kohle. Ich glaube, wir hätten uns ein anderes Auto aussuchen müssen für die Strecke. Aber gut. Solange wir erster bleiben, ist alles gut. Obwohl sie uns ganz schön auf der Pelle sind gerade. Ich mag auch das nicht, ne? Wenn man das so knapp ist, weil ich mag lieber ein bisschen Abstand haben. Da fährt man auch viel ruhiger.
So, gewonnen. Das war schon ganz gut. Aber setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck. Auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, sucht euch ein anderes Auto aus, wenn ihr auf solche Strecken fahrt. das ist wirklich gut. Gut, wir machen jetzt noch das hier. Mal gucken, wann dann... Also wir machen jetzt noch das Rennen, was ich jetzt ausgewählt habe. Und dann gucken wir mal auf die Seite, was die sagt. Und dann entscheiden wir, ob wir dann noch ein Rennen machen. Oder ob wir dann einen Cut machen und uns in der nächsten Folge wiedersehen. Weil ich denke mal, ich werde jetzt Forza Horizon wirklich komplett durchsuchen. An einem Stück. Weil so viel haben wir halt nicht mehr. Und sonst habe ich das ja immer so gemacht, dass ich für 3 Monate vorproduziert habe. Weil das ja auch immer nur am Wochenende kommt. Weil, ne, Sonderprojekt etc. Aber ich denke mal, ich werde sie jetzt an einem Stück zocken. Dann brauche ich das nachher nicht nach 3 Monaten nochmal aufnehmen. Weil wir sind sowieso kurz davor, das Spiel abzuschließen. Weil ich glaube, beim goldenen Armband, das war nicht mehr so weit. Bis zum Festivalfinale. Deswegen, also... kann ich es jetzt auch an einem Stück durchsuchen. Dann haben wir nämlich ein Projekt schon mal, was wir beiseite legen können. Was denn noch nebenbei läuft jetzt und ich habe es dann fertig aufgenommen bis dahin. So, 14.454 CR, okay. Hm, das ist verlockend, aber nee. Boah, dieses Rennenspiel, ne, ist einfach so geil. Mit Forza Horizon 1 und mit Forza Motorsport 3 hat bei mir alles angefangen, was Forza betrifft. Die beiden Spiele sind eigentlich hauptsächlich schuld, dass ich wirklich an die Forza-Reihe klebe. Besonders Forza Motorsport 3 ist eigentlich hauptsächlich schuld, weil die... Also, das Spiel hat eigentlich auch entschieden, dass ich mir statt eine Playstation eine Xbox hole. Weil ich stand damals nämlich in dem Zwiespalt. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Ich stand damals zwischen PlayStation und Xbox. Ich habe beiden Konsolen so ein bisschen ja angetestet und konnte mich halt nicht entscheiden. Das Einzige, was ich sagen konnte, war halt, dass der Controller von der Xbox vom Handling her für mich besser war als der von der PlayStation 3. Obwohl ich sagen muss, dass natürlich auch Spiele auf der PlayStation 3 mir auch gut gefallen haben, wie Gran Turismo oder Infamous. Aber dann hatte ein Kumpel von mir Geburtstag, hatte Forza Motorsport 3 von seinem Bruder bekommen. Bei dem hatte ich dann halt auch die Xbox 360 zum Antesten gehabt. Und ja, Forza Motorsport 3 hat es dann entschieden letztendlich. Weil wie gesagt, Forza Motorsport 3 war das Spiel, was mich absolut abgeholt hat vom Boden. Also, Gran Turismo war schon gut, aber ja. Mir gefiel auch noch andere Dinge an der Xbox besser halt. Ne? Damals gab es halt diese Erfolge. Bist du fertig? Gut. Damals gab es da, oder es gibt ja heute auch noch Erfolge bei den Konsolen. Ne? Ich glaube, bei PlayStation heißt es ja Trophäe. Und bei Xbox hieß es von Anfang an Erfolge oder Achievement. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei der PlayStation war es mir auch nicht so geordnet. Klar, man hat Platin, Gold, Silber und Bronze Folge, glaube ich, gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Aber bei der Xbox war das auch alles besser geordnet, fand ich. Und wie gesagt, dann war halt, wie gesagt, Motorsport 3 für die Xbox. Damals hatte ich das in Erfahrung gebracht, ob es dann auch für die PlayStation gibt, und da wurde mir gesagt, nein. Und ja, da war die Entscheidung eigentlich gefallen. Und wie gesagt, das Handling vom Controller war einfach besser. Und Forza Motorsport 3 ist eigentlich schuld daran, dass ich auf der Xbox bin jetzt.
So, und das hat sich außerdem eigentlich nicht geändert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, die Exklusivtitel für die PlayStation würden mich schon interessieren. So ist es nicht. Ich würde sie auch gerne zocken. Aber einige davon sind ja jetzt mittlerweile auf PC erhältlich, ne? Wie Horizon Dawn oder auch Days Gone oder Death Stranding. Das sind ja alle Spiele, die jetzt mittlerweile auf Steam sind. Gut, ich glaube, ein Last for Us oder so wird nicht kommen auf Steam. Das denke ich mal, werden sie nicht machen. Ihre Flaggschiffe. An sich würden mich die Spiele auf jeden Fall interessieren, keine Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich mir jetzt eine PlayStation hole oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe eigentlich erstmal, glaube ich, genug Spiele. Also sei es jetzt PC, sei es jetzt Xbox. Und ich würde mir eine PlayStation eigentlich auch nur wegen der Exklusivtitel holen. Weil alle anderen Spiele gibt es ja auch für die Xbox. Also warum soll ich mir da dann extra eine PlayStation holen? Wären halt praktisch nur für die Spiele, die es gar nicht auf irgendeine andere Plattform gibt, ne? So, da haben wir den ersten Platz. So langsam schlagen sie sich bei Rennen auf diesem Level richtig gut. Punkte noch bis zum nächsten Armband. Nicht schlecht, würde ich sagen. So, ich würde an dieser Stelle mal einen Cut machen. Mich bedanken, dass ihr reingeschaltet habt. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst gerne Feedback da. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal, das spreche ich relativ selten an, ist mir aufgefallen. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, und vielleicht noch ein paar Videos sehen wollt und auch auf dem Laufenden bleiben wollt und ihr sagt, ey, der Content gefällt mir, dann hinterlasst mir doch einfach auch ein kostenloses Abo. Und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online kommt. Und ja, kostet euch nichts. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.